Du bist auf der Suche nach einem Trolley für dein Fahrrad, sprich ein Trolley, den du auch am Gepäckträger gut befestigen kannst. Dann stelle ich dir hier den B3 Bag vor. Also, er hat kein Laptopfach, das vorab, mal ein bisschen anders, aber das ist ein Rucksack, der Features mitbringt und auch angeblich wasserdicht ist. Ob er wasserdicht ist, sehen wir im weiteren Video. Als allererstes möchte ich mich bei Martin Acker bedanken. Er hat mich auf den B3 Bag gebracht. Er hat mich gebeten, entsprechend mal drüber zu schauen und ein Review darüber zu machen, denn im Netz findet man nicht sehr viel von diesem genialen Trolley. Kommentiere das Video, wenn du das Video hilfreich für dich fandest, und hinterlasse mir eine nächste Videoidee, was dich interessieren würde. Und als Dankeschön für deinen Kommentar, dein Like und dein Abo, was du hinterlässt, verlose ich dir entsprechend dieses Bag im Wert von ungefähr 130 Euro. Also, es lohnt sich mitzumachen. Was sollte man dazu sagen? Er hat ein enormes Volumen. Wie groß das Volumen ist, wie die Haltepunkte vom Maß her angeordnet sind, ob der wahrhaftig in deinen Gepäckträger passt, findest du entsprechend unten über den Link und hab dir sämtliche Maße dort aufgeschrieben, damit du auf jeden Fall nicht den bestellst und hinterher im Notfall wieder zurückschicken musst. Der B3 Bag hat eine feste Karkasse und das finde ich sehr gut. Er hat ein festes Rückenmaterial verarbeitet mit zwei sehr leicht laufenden, leisen Rollen und auch einen festen Boden. An dem festen Boden siehst du, hast du entsprechend einen Haltegriff. Den finde ich sehr gut, weil du kannst natürlich dementsprechend auch sehr gut, wie bei einem normalen Trolley, die Bag rausziehen. Du hast natürlich dann entsprechend auch ein paar Kunststofffüße, hier siehst du das. Dementsprechend beim Abstellen ist er kontaktlos auf dem Boden, wird nicht nass. Möchtest du mehr 2-in-1, 3-in-1 Rucksäcke, Taschen mit Gepäckträgeradapter sehen? Dann klicke hier oben auf das Video, da zeige ich dir bis zu 7 unterschiedliche coole Modelle. Ein Hauptfach, und dieses kannst du über dieses Rolltop öffnen. Dieses Rolltop ist natürlich, gibt dir Einblick auf ein riesen Volumen. Hast du innen drin nochmal einen extra Beutel, wie du siehst, und diesen extra Beutel, den zeige ich dir, den kannst du nämlich schön rausholen. Und diesen extra Beutel, der ist verschweißt, was den Rucksack dann wasserdicht macht. Und du siehst hier an diesem Beutel entsprechend hast du einen wasserdichten Reißverschluss, wo du entsprechend was reinstecken kannst, wie zum Beispiel Handy, Portemonnaie etc. pp. Zwei Einschubfächer, um vielleicht deine Lampe reinzustecken, um vielleicht auch deinen Schlüssel reinzustecken. Was natürlich direkt auffällt zum Thema Schlüssel, du hast nirgendwo ein Schlüsselband. Du kannst ihn entsprechend als Rolltop benutzen, damit er auch entsprechend schön geschlossen ist. Und dann einfach hier oben mit dem Klickverschluss zumachen. Du kannst ihn aber auch einfach nur, wenn du möchtest, klappen und hinten fixieren und hast dann den entsprechend als Flipbag. Vergesse nicht, den Instagram-Account zu abonnieren, denn dort verlose ich regelmäßig Fahrradtaschen und du bleibst somit immer auf dem Laufenden. Von R&K entsprechend die Adapter. Die Adapter, die sind Vario, die kannst du einstellen, einmalig auf deinen Gepäckträger, welchen Durchmesser der Gepäckträger oder das Gepäckträgerrohr haben darf. Das findest du unten entsprechend über den Link. Und du kannst auf jeden Fall sie variieren über den Kreuzschlitzschraubendreher.
indem du dann den Schenkel entsprechend verstellst. Auch hier über einen Kreuzschlitzschraubendreher kannst du den Schenkel, der entsprechend dann in das Dreieck vom Gepäckträger reingreift, auch noch verschieben. Leider Gottes ist der Punkt fest und das ist natürlich hier in dem Sinne ein Manko, weil bei manchen Gepäckträgern passt diese feste Position nicht. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man ihn ein wenig im Schlitten verschieben könnte. Du hast hier entsprechend einmal am Gepäckträger fixiert, kannst du entsprechend hier verriegeln, dass der Trolley nicht aus dem Gepäckträger rausrutscht und du hast auch hier noch ein Loch drin über ein Schloss. Den am Gepäckträger, den Trolley befestigen kannst, damit er für Diebe etwas geschützt ist. Reißverschluss hier oben, wofür ist der? Der ganz einfach, der ist dafür da, dass du entsprechend an den Trolleygriff kommst. Der Trolleygriff ist sehr bequem, er hat, du hörst, ein sehr elastisches Gummimaterial, er ist unheimlich griffig und du hast ein ovales Rohr und dementsprechend ist der auch recht stabil. Du hast zwei Einrastpositionen. Einmal hier oben, wenn du den Knopf drückst, kannst du ihn rausziehen. Er rastet einmal ein. Beim nochmal drücken oder gedrückt halten hast du entsprechend eine große Funktion. Was passt alles in den B3 Bag rein? Fußball ist gar kein Problem. Sehr viel Platz für Fußball, für Gießkanne und so weiter. Drei unterschiedliche Griffe. Du hast natürlich hier unten einmal diesen Griff zum Transportieren. Du hast hier oben einmal einen Griff, der gegenüberliegend auch noch dort ist, um ihn gut an den Gepäckträger zu montieren. Und du hast hier oben den Verschluss, den du, wie gesagt, entsprechend einmal als Rolltop oder als Fliptop montieren kannst. Und dementsprechend kannst du ihn natürlich in allen Situationen sehr gut tragen, denn der Griff hat einen dicken Kunststoffschlauch drin und ist einfach, aber sehr bequem. Mit dem Teleskopgriff kannst du den B3 Bag sehr einfach hinter dir herziehen und kannst ihn in einem Gepäckträger anhängen, was ihn sehr flexibel macht. Jetzt beregnen wir den B3 Bag mit der Regendusche eine Minute. Wie wir sehen, ist das ein schönes Material hier. Es läuft schön ab. Hier oben wird es vielleicht reinlaufen, aber ich bin gespannt, was es macht. Die Rückenpartie ist natürlich auch eingeschweißt, die Nähte sind alles eingeschweißt. Es sieht recht gut aus. So, jetzt packen wir ihn aus, öffnen ihn entsprechend. Hier verbirgt sich der Griff hinter. Und da sehen wir natürlich schon ein paar Tropfen. Auch der Griff ist ein bisschen nass, aber das dürfte eigentlich kaum ein Problem sein. Er ist unten nass, aber wir schauen mal, wie es sich hier drinnen verhält. Anders rumdrehen. Wie vermutet, ist er trocken. Und hier haben wir nochmal ein separates, abgedichtetes Fach. Auch hier sehen wir, es ist dicht. Schauen wir mal eben, wie nass er geworden ist. Ein bisschen Wasser sieht man hier. Also, das ist nicht schlimm. Aber wäre natürlich nicht schlecht, wenn man vielleicht hier unten Ablauflöcher reinmacht.
So, mein Fazit ist, er hat kein Laptopfach. Das würde ihn noch viel, viel cooler machen. Also, B&W, nächste Version vielleicht mit kleinen Laptop-Sleeve, wäre eine wunderbare Geschichte für uns. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass er eine wunderbare Teleskopstange hat, die echt ultra leicht ist, sehr stabil, also ultra leicht zum Einstellen ist, sehr stabil ist und leicht laufende Rollen hat, ist er der ideale Wegbegleiter fürs schwere Gepäck. Mit dem riesen Volumen hast du natürlich extrem viel Stauraum. Ich glaube, du musst aufpassen, dass du deinen Gepäckträger nicht überlädst. Er ist wasserdicht, das finde ich super gut. Zusätzlich sehr gut gefällt, sind die vielen Griffe. Du hast eine feste Karkasse und entsprechend sehr bequeme Griffe. Möchtest du mehr erfahren, was es für schöne 2-in-1, 3-in-1 Bags gibt, dann schaue dir hier unten das Video an. Da zeige ich dir auf jeden Fall unterschiedlichste Modelle. Hast du das schon gesehen, dann schau dir hier oben die Playliste an. Da findest du noch viel mehr Fahrradrucksäcke. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video.